Man darf nicht von der einzelnen Generation hergehen und da die Probleme definieren. Man muss das Ganze sehen und dann kann man ruhig auch mitbedenken, was für einen bedeutet. Man darf es nicht ausgehen von dem eigenen Interesse, auch nicht vom kurzfristigen Interesse, sondern man muss überlegen, wie man als Parlament der Generationen für die Zukunft des Landes in eine gute Form bringt. Politik ist Kommunikation und je mehr man in einem Kommunikationsprozess vorne reingibt oder auch gestattet, die Möglichkeit gibt, dass eine Vielzahl von Meinungen sich beteiligen können und auch eine Vielzahl von Meinungen in einen Entscheidungsprozess mit einbezogen werden. So kann nur gewährleistet werden, dass unterm Strich auch eine Entscheidung rauskommt, dass auch derjenige oder diejenige, die sich in einer Minderheit bzw. in der Entscheidung nicht durchgesetzt hat, auch dieser Entscheidung dahingehend was abgewinnen kann, zu sagen, das Verfahren war gut, ich wurde berücksichtigt und ich fühle mich auch in dem einen oder dem anderen Punkt auch wieder. Zuerst muss man genau wissen, was man will. Dann muss man erwägen, was die Kollegen wollen könnten. Dann muss man mit einer gewissen Sorgsamkeit mit ihnen argumentieren und aufnehmen, was sie selber an Argumenten einzubringen haben. Was dann rauskommt, ist nicht immer genau das, was man im Sinn hat. Wenn man genau auf dieses rauskommt, braucht man eine unendliche Zeit. Aber wir müssen entscheiden und dies muss schnell gehen. Und insofern glaube ich, dass diese Art des Zusammenarbeitens eine sehr sichere Methode ist, vorausgesetzt, man ist sich seiner Sache sicher und man hat sich so damit befasst, dass man umfassend argumentieren kann. Die Ausschussarbeit ist die reine Sach- und Facharbeit. Von daher kann ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nur den herzlichen Rat mit auf den Weg geben, sich sehr gut vorzubereiten, sehr gut inhaltlich vorzubereiten und auch sehr viel Fakten zu recherchieren. Ohne Argumente ist überhaupt nichts zu begründen. Dann sind die Interessenlagen verschieden. Da muss man abwägen. Aber im Ergebnis dürfte schon so sein, dass das, was man dann beschließt, und man beschließt nur, wenn es mehrheitsfähig ist, dass dieses dann etwas ist, was in der Sache gegründet ist und damit langfristig standhält. Ich wünsche dem Parlament der Generation und allen Parlamentariern dort ein gutes Gelingen, freue mich bereits jetzt auf Ihre Entscheidungen und Ihre Ergebnisse, möchte Ihnen aber nochmal mit auf den Weg geben, dass Sie nach harten Sachentscheidungen und hartem Ringen in den Ausschüssen oder auch in den Plenardebatten vor den Sitzungssaal treten und gemeinschaftlich und mitmenschlich und respektvoll miteinander wieder das tun können, was wir auch in der Gesellschaft tun, nämlich einfach miteinander lachen, einfach miteinander umgehen oder auch gemeinsam essen und trinken zu gehen. Ich finde, dieses Parlament der Generationen ist eine ziemlich einzigartige Veranstaltung. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse in den Sachdiskussionen über beide Generationszusammensetzungen. Und ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem Ausloten der Möglichkeiten und bei der Arbeit an gemeinsamen, vielleicht kompromissbehafteten Beschlüssen. Denn genauso geht es in der Wirklichkeit zu und genauso entsteht auch dann tatsächlich Politik und neue Zukunft für Deutschland.